Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam. Himmel! Da drüben ist eine Schatztruhe. Komm schon, ich bin gespannt, mach sie auf. Schnell, schnell! Amal, du öffnest die Schatztruhe. Ein Abwehrglobus drin. Na, das ist. Wow, wie cool! Was ist das? Das ist ein Abwehrglobus. Ein Abwehrglobus? Juhu, juhu. Oh, er ist sehr wertvoll. Ein Item, das man nur selten findet. Es ist ein exklusives Item für Käfer-Pokémon. Hey! Hast du bei dem, was ich gerade gesagt habe, gar nicht zugehört? Doch, doch, natürlich habe ich das. Ich verstehe zwar nicht alles, aber es ist wirklich cool. Wir haben es geschafft. Haha. Ja, hahaha. Was ist denn nun? Er ist doch fröhlich, ja. Er kennt nicht einmal den Wert dieser Seite und trotzdem ist er einfach so unglaublich fröhlich. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Juhu, juhu. Vor allem beim Öffnen der Tür hat er eine bemerkenswerte Intuition an den Tag gelegt. Dieses Kind ist. Juhu, juhu. Ja. Dieses Kind. Ich werde aus seinem Charakter nicht wirklich schlau. Eine unbekannte, nicht fassbare Eigenschaft geht von ihm aus. Sieht so aus, als ob diesem Bengel ein unglaubliches Naturtalent oder etwas Vergleichbares innewohnt. Für Erkunder stellt so etwas einen unbeschreiblichen Vorteil dar. Hey, Erkunden macht enorm viel Spaß. Das hätte ich nicht gedacht. Genau. Meister. Meister? Ich? Ja, genau, der Erkundungsmeister. Meister, ich habe eine Bitte. Bitte lass mich dein Lehrling sein. Mein Lehrling? Nein, ich passe. Ich kann mich nicht um meinen Lehrling kümmern. Und noch dazu habe ich mit dem Erkunden aufgehört. Für so etwas ist es bei mir einfach zu spät. Aber heute bist du doch mit dieser Erkundung, mit auf diese Erkundung gekommen, nicht wahr? Bist du doch, oder nicht, Meister? Zum ersten Mal hatte ich so viel Spaß. Es fühlte sich an, als hätte ich mich irgendwie verändert. Ich möchte weiter erkunden. Ja, wirklich, ich möchte von ganzem Herzen weiter auf Erkundungen gehen. Bitte, lass mich dein Lehrling sein, Meister. Bitte, Meister. Boah. Wow, er kniet sogar auf dem Boden. Er meint seine Bitte wohl wirklich ernst. Naja, obwohl, so rund wie der ist, kann ich eigentlich gar nicht sagen, ob er nur wirklich kniet oder nicht. Sein Ernst. Was soll ich machen? Es wäre sehr riskant für mich, wieder als Teil eines Erkundungsteams loszulegen. Aber dieser Kleine hat so viel Potenzial. Das ist unglaublich. Mich würde es interessieren, wie weit er als Erkunder kommen würde. Könnte. Zusammen zu erkunden könnte auf Dauer etwas anstrengend werden. Aber eben auch sehr interessant. Es reizt mich wirklich. Ich denke, ich könnte noch einmal mit dem Erkunden anfangen, solange es hier mit ihm ist. Na gut. Gut, ich habe mich entschieden. Du darfst mein Lehrling sein. Ja, wirklich? Ja, aber mein Training hat es in sich. Sobald du schwächelst, sind wir durch damit. Juhu, geschafft, vielen Dank. Juhu, juhu, juhu. Dim, 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 dim. Und so geschah es. Nee, und so geschah es. Mein Meister akzeptierte mich als seinen Lehrling. Während er wieder zu einem Erkunder wurde. Mein Meister und ich, wir erkundeten eine ganze Zeit lang zusammen. Ja, ich freue mich so drauf, dir zur Seite zu stehen, Meister. Ja, mir zur Seite. Augenblick. Wenn du dich so aufführst, weiß ich nicht, ob es so eine gute Idee ist. Sei doch nicht so streng, Meister. Haha. Wenn du dich so aufführst, wie sollen wir dann dann als Erkundungsteam funktionieren? Hey! Aha, ich bin ja so froh. Hahaha. Okay. Ich hatte so viel Spaß nachdem mein Meister mich als sein Lehrling aufgenommen hatte. Okay, ich gehe da mal. Bis dann. Pass auf dich auf. Jo. Ich machte mich jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen auf zum Haus meines Meisters. Wir schlugen gemeinsam die Karte auf, um einen Ort zum Erkunden auszuwählen. Hey Meister, lass uns heute diesen Ort gemeinsam erkunden. Diesen Ort namens das Ende der Welt. Okay. Nur mach mal halblang, so einen Ort können wir gar nicht erkunden.
Wir entschieden uns Tag für Tag gemeinsam für einen Ort, wie alte, zwei alte Freunde. Wir machten uns gleich danach auf die Erkundung. Wow, Schätze! Sei nicht so unbedarft. Hier ist möglicherweise eine Falle. Wow! Meister! Ist schon okay. Ich kann ihn noch später retten. Sein Ernst? Eiskalt. Mein Meister und ich gaben ein wunderbares Team ab und wir fanden zusammen eine Menge Schätze. Es war wirklich großartig. Wir machten eine erfolgreiche Erkundung nach der anderen. Und dann ein paar Monate später. Jo! Wow, Wahnsinn! Das sind noch mehr Schätze, Meister! Na gut, lass uns alles mitnehmen. Ja, fein! Das ist wirklich einer, dieser Kleine. Jetzt sind wir schon eine Weile unterwegs, gemeinsam auf Erkundung unterwegs. Und ich bin mir sicher, ich habe noch nie jemanden mit der Art ausgeprägten Erkunderinstinkt getroffen. Ich bin mir sicher, dass dieser Bengel eine Art Erkunderwunderkind sein muss. Meister, was machst du denn? Beeilung! Ja, ich komme ja schon. Heilige Scheiße, das viele Schätze. Heute haben wir eine Menge entdeckt, nicht wahr? Hihi, Erfolg! Hey Meister! Wohin werden wir morgen auf Erkundung gehen? Wie bitte? Wir haben gerade die heutige Erkundung beendet und du planst schon die für morgen? Du scheinst mir langsam ein wenig zu aufgekratzt. Wobei, ich denke sogar, dass die morgige Erkundung noch mehr zu bieten haben wird als die heutige. Wirklich? Ja, morgen werden wir uns zur Schicksalsschlucht begeben. Gerüchte lassen auf eine Menge Schätze hoffen. Oh, wunderbar. Ich kann es kaum erwarten. Lass uns es morgen machen. Auf jeden Fall. Ja. Ist es okay für dich, von hier aus alleine nach Hause zu gehen? Natürlich, kein Problem. Alles klar. Also sehen wir uns morgen bei mir. Wir machen uns dann auf zur Schicksalsschlucht. Oh, fein. Tschüss, Meister, aber dann bis morgen. Jo. Alles wie immer. Er ist immer so fröhlich. Es ist gut, fröhlich zu sein. Aber er ist so fröhlich, dass es mich ermüdet. Ich mache mich besser auf den Heimweg. Die Fröhlichkeit hat irgendwie etwas Ansteckendes. Uiuiui. Nidoking? Dieses Pokémon war das vielleicht. Am nächsten Morgen, yeah. Din, 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 din. Guten Morgen, Papa, Mama. Guten Morgen, Fluff, Fluff, jo. Wohin gehst du? Wir gehen zur Zuflucht von Armaldo. Okay, ich geh da mal, jo. Tschüss, bis später, pass auf dich auf, jo. Krieg mal hin. Zuflucht von Armaldo. Guten Morgen, Meister. Oh, hallo Junior. Ich habe noch ein paar Nachforschungen über die Schicksalsschlucht angestellt. Sieht aus, als ob das heute um einiges schwieriger werden könnte als alle Dungeons, die wir bisher besucht haben. Selbst mit meiner Stärke kann das sehr schnell schwierig werden. Also gehen wir nicht? Ja, vielleicht doch nicht. Ich wäge ab, was wir tun sollen. Lass uns versuchen. Es wird schon klappen, da bin ich mir sicher. Zusammen sind der Meister und ich unbesiegbar. Kein Problem. Ja, hat recht. Warum mache ich mir Sorgen? Dieser Kleine ist ein Erkundungswunderkind. Wenn ich es alleine machen würde, keine Chance. Aber wenn er dabei ist. Nun gut. Du hast mich überzeugt. Gehen wir. Auf zur Schicksalsschlucht. Ja, Meister. Ich wusste, wir würden gehen. Das ist mein Meister. Denke an die Erkundungsvorbereitungen. Dort ist ein Kangama-Speicher. Wir gehen, sobald du fertig bist. Oh ja! Jo. Lagern. Wir haben ja so ein bisschen was, ne? 3 Äpfel mitnehmen. Eine Pilsaufbeere, eine Sinebeere. Annulliere Orb. Ein Flierorb nehmen wir vorsichtshalber noch mit. Jo.
Junior, bist du schon fertig mit den Vorbereitungen? Ja, sind wir. Genau. Alles klar, also machen wir uns auf. Zur Schicksalsschlucht. Oh ja! In diesem Augenblick, im Haus von Fluffeloff auf der Ebene. Fluffeloff, lass uns gemeinsam spielen. Oh, das sind Cosilla und die anderen. Ah, die Mama von Fluffeloff. Es tut mir leid, Fluffeloff ist heute wieder nicht da. Ihr ladet immer ein, mit euch zu spielen. Es ist nicht sehr nett von ihm, dass er dafür immer zu beschäftigt ist. Übrigens, Mama von Fluffeloff. Worum geht es, Cosilla? Stimmt es, dass Fluffeloff jeden Tag in den Trübwald geht, um dort zu spielen? Was? In den Trübwald? Oh, ist das wahr, Cosilla? Wir wissen nicht genau, aber das ist das, was wir gehört haben. Anscheinend weiß nicht mehr seine Mama. Er weiß es seine Mama auch nicht. Na, stimmt. Hoffentlich geht es Fluffeloff gut. Immer an einem solchen Ort zu spielen. Hey, Barnett, hast du Fluffeloff gesehen? Ja, Fluffeloff? Ach, geht Fluffeloff nicht wieder weiter täglich in den Trübwald? Was? Wir haben ihn dort dutzende Male hängen gesehen. Dass er immer wieder an einen solchen gruseligen Ort zurückkehrt. Ganz im Ernst, ich verstehe ihn nicht. Wundersamer Fluffeloff. Wobei, ich habe ihn vor einer Weile gesehen. Dieser finsterhausende Typ da aus dem Wald. Fluffeloff hat sich wohl mit ihm angefreundet oder so. Was? Dieses was? Ja, hoffentlich geht es ihm gut. Ich meine, weil er sich immer mit diesem gruseligen Typen trifft. Papa. Darf ich euch einen Moment stören? Worüber ihr da redet? Könnt ihr mir genauer berichten, worum es geht? Hey, du. Ich? Du hast doch gerade gesagt, da würde ein Finsterhausen in der Typ im Wald leben. Wie sieht er denn aus? Er hat große Greifer, eine Schale wie ein alter Panzer. Ich weiß auch nicht, aber er sieht einfach total furchterregend aus. Ich wette, er ist es. Er muss es sein. Wer sind Sie? Nein, entschuldige, dass ich vergaß, mich vorzustellen. Ich bin Nido King. Ich bin ein Erkunder. Ein Erkunder? Genau. Ich sollte mich gebührend vorstellen. In Wahrheit bin ich. Was? Wirklich? Das riecht nach Ärger. Was denn? Ich habe irgendwie das Gefühl, Armaldo ist eigentlich ein Schurke und kein Erkunder. Also ein Ganove. Ich weiß nicht warum. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja. Weiß man nicht. Werden wir noch früh genug erfahren, würde ich sagen. Wir müssen jetzt erstmal die Schicksalsschlucht hier fertig kriegen. Dim, 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 dim. Aber ich denke, das wird kein Problem darstellen. Das dürfen wir easy packen. Wir sind ja Fluffeluff, das Wunderkind. Glaube ich zumindest. Ich meine, Fluffeluff, wie der abgeht manchmal, ne? Sein Luffy ist einfach krass. Es gibt kein Chi mehr, Leute, es gibt nur noch Luffy. Das klingt so behindert. Einer von denen hat bestimmt das Persimband aufgehoben. Und das würde ich gerne haben. Da war's. Ich will's haben, gib's mir. Danke. Persimband. Wir sollten vorsichtshalber auch gerne mal einen Belebersaum finden. Denn, ja, ein bisschen Absicherung wäre, glaube ich, gut. Wow. Und die haben jetzt schon so viele Erkundungen gemacht und Fluffeluff ist trotzdem noch kein Level aufgestiegen. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein.
Aber naja, oh, die 199 Poké würde ich gerne haben. Da ist Mirapla. Komm, Mirapla, komm zu mir. Autsch! Das tat wie? Ein wenig sehr sogar. Alter Vater. Treppe, nice, okay. Heilige Scheiße, das war Damage. Das war sehr, sehr krasses Damage sogar, ey. Eieiei. Hey, Knitz, Knilz, Knilz. Ein Knilz. Knilz ist ein cooles Pokémon, finde ich. Habe ich auch immer gern in Smaragd und so gefangen. Weil es einfach echt, ist es echt cool. Ich weiß nicht. Ich ernst. Wie oft kommt eigentlich so eine verdammte Schlaffalle? Kann doch nicht wahr sein. Meine Güte. Okay, wie viele Ebenen hat die Schicksalsschlucht? Weiß das irgendwer? Schreibt es in die Kommentare. Bis dahin habe ich die wahrscheinlich schon durch, aber egal. Ich schätze jetzt mal so 15, 20 so. Aua. Aua. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst zu sterben. Beziehungsweise besiegt zu werden. Hallo, Abra. Hallo, Abra. Tschüss, Abra. Sogar hier kann Abra nur teleport, ey. Das ist ja unglaublich. Und vor allem hat das viel ausgehalten. Ist das dein Ernst? Wie oft gibt es eigentlich diese verdammte Schlaffalle? Ist doch jetzt nicht dein Ernst. Oh. Vonaira, jo. 239 Erfahrung. Oh, lol. Jetzt schon in der Mitte angekommen? Ha. Huh. Ich weiß nicht, ob wir noch weitergehen sollten. Meister, wo sind wir gerade? Das ist eine Wegmarkierung für die Dungeon. Von hier aus geht es in die Tiefen der Schicksalsschlucht. Sie dient als Wegmarkierung. Ach so. Wir werden bald in den Tiefen erreichen? Ja, ganz genau. Da bin ich mir sicher. Wo wir uns gerade über Wegmarkierungen in Dungeons unterhalten. Wegmarkierungen zu erreichen bedeutet in der Regel, dass dich am Ende irgendwas erwartet. Etwas erwartet uns? Was kann das sein? Zum Beispiel der Boss dieses Dungeons. Der Boss? Ja, genau. Gibt es in einem Dungeon einen Boss, schreite immer lieber mit Vorsicht heran. Bosse könnten deine Anwesenheit leicht fehlinterpretieren und denken, dass du ihnen ihr Gebiet streitig machen willst. Sie sind meistens nicht gewillt, dir zuzuhören. Es besteht ein hohes Risiko, angegriffen zu werden. Bosse von Dungeons scheinen nicht viel Geduld zu haben. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt Geduld haben. Wie auch immer, wir sollten uns noch kurz stärken, bevor wir vordringen. Ja, Meister. Lalala, lala. Jo. Aber ich glaube, wir beenden hier erstmal den Part, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut. Da rein.